Meine Damen und Herren, begrüße Sie hier sehr herzlich aus der Schweiz zum virtuellen Hayek-Institut-Meeting. Man muss sich ja der jeweiligen Situation anpassen. Deswegen können wir per Zoom nun viele Teilnehmer begrüßen. In den letzten Tagen wurden sehr viele neue Verordnungen, Gesetze, alles mit Notmaßnahmen beschlossen in den unterschiedlichen Ländern. Und dieses haben wir ja auch schon bei Hayeks Weg zur Knechtschaft gesehen. Damals ging es darum, dass per Verordnung Sachen während des Krieges beschlossen wurde und was dann nach dem Krieg passiert. In diesem Fall haben wir einen Virus, eine Krankheit, eine echte. Und das Thema der heutigen Diskussion ist, wie vermeidet man, dass aus diesem medizinischen Virus nach der Krise ein Steuervirus wird. Wir haben heute zwei hochkarätige Sprecher. Frau Dr. Kolm brauche ich eigentlich hier im Kreise des Hayek-Instituts als deren Präsidentin nicht vorstellen. Nur so viel gesagt, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass sie auch Expertin im Gesundheitsausschuss des Parlaments war und daher vielleicht Einblicke haben könnte, wie das dort vor sich geht. Als zweiten Teilnehmer haben wir Herrn Diplomkaufmann Michael Jäger, Generalsekretär der European Taxpayers Movement und der Geschäftsführer der Bayerischen Taxpayers Association, sowie Entrepreneur und Kämpfer ohne Ermüdung gegen Steuern. Lieber Michael, ich glaube, ich erteile dir erst einmal das Wort. Ja, Richard, vielen, vielen Dank. Also das Wichtigste ist natürlich erstmal Grüße in die Schweiz und nach Österreich. Besondere Ausnahmesituationen fordern uns halt dann auch entsprechend aktiv zu werden und besondere Maßnahmen. Und da sieht man, dass Digitalisierung auch ein Segen sein kann. Das ist auch etwas, was die Zukunft zeigen wird, dass das, was jetzt alle nutzen, sicherlich auch eine Lösung, ein Tool ist für die Zukunft. Ja, das Coronavirus, ich meine, selbstverständlich, man muss Menschen retten. Alles unbestritten. Das ist richtig und wichtig. Vielleicht sind wir auch teilweise nicht schnell genug gewesen. Wir Bayern und wir Deutschen haben ja wieder ein bisschen was von Österreich auch uns dann abgeschaut. Und siehe da, es funktioniert. Also man kann auch von den kleinen Ländern nicht nur in der Steuerpolitik immer was lernen. Aber was jetzt passiert, ist natürlich auch im Zuge der Krise brandgefährlich, weil man muss natürlich wirtschaftliche Hilfen geben, wenn man Gaststätten wie in Deutschland zusperrt, wenn man alle möglichen Geschäfte, es gibt keinen normalen Einzelhandel außer Lebensmittel, es gibt bei uns momentan nichts. Also du kannst weder einen Schuh zum Reparieren bringen, noch kannst du in einen Baumarkt fahren. Ab heute, glaube ich, kann man jetzt wieder irgendwie Reifen wechseln. Also bei uns fahren es alle noch mit den Winterreifen rum. Also das ganze Leben ist eingeschränkt. Und dann braucht man natürlich eine Kompensation, weil natürlich die Unternehmen in Schieflage geraten. Und da ist auch eine Sache, die man auch vorab sagen muss. Deutschland ist zum Beispiel sehr gut, ähnlich wie Österreich, durch die letzte Krise, Finanzkrise gekommen, weil wir einen starken Mittelstand haben. Der starke Mittelstand hat aber da sehr viel Eigenkapital verbraucht. Und wir haben eigentlich diesen Boom nicht genutzt, damit sich die Wirtschaft an Speck anfressen kann, weil wenn ein Unternehmen Gewinne macht, ist das immer was Unredliches in der Politik und es wird immer abgeschöpft. Und das ist ein Riesenfehler, weil jetzt fehlen die liquiden Mittel in den Unternehmen. Das ist eine Sache, die man auch lernen sollte aus dieser Krise. Und natürlich werden Mittel eingesetzt, in Deutschland über 500 Milliarden. Es gibt EU-Mittel, die jetzt eingesetzt werden. Jedes Land macht was. Und wir haben jetzt die Sorge, und die ist auch berechtigt, dass jetzt Dinge durchgesetzt werden sollen auf europäischer Ebene, die vorher nicht durchsetzbar waren, wie Eurobonds, Vergemeinschaftungsschulden, gemeinsame Haftung, die Einlagensicherungssysteme, soziale Sicherungssysteme. Alles soll koordiniert werden, weil wir nur so angeblich die Krise lösen können.
Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Und das Gleiche ist auch in Deutschland so. Und es gibt große Bestrebungen, die jetzt schon sagen, naja, die Krise, jetzt müssen wir noch mehr Geld ausgeben. Und nachher muss, und da kommen wir zum Steuervirus, das Ganze muss dann von den sogenannten Reichen, den Besserverdienenden, bezahlt werden. Und das wird so nicht definiert. Man denkt immer, das sind die Milliardäre und Billionäre, die da zur Kasse gebeten werden sollen, was auch ungerecht wäre, weil die das ja aus Steuern sich erwirtschaftet haben. Aber in der Realität wird es der Mittelstand sein. Deswegen muss man jetzt gegensteuern und man muss auch jetzt schauen, wie man so effizient wie möglich Gelder einsetzt. Und es kann jedes Land etwas tun. Vielleicht ein paar Beispiele bei uns, was wir jetzt beim Deutschen Steuerzahlerbund, wo ich ja bin in Bayern und in Deutschland auch Vizepräsident, wo wir Vorschläge gemacht haben, wo teilweise auch die Politik, zum Beispiel der Söder auch schon sagt, das sollte man machen. Das ist eine Grundsatzfrage, lassen wir den Leuten mehr Geld oder wollen wir vom Staat mehr Transferleistungen? Wir sind der Auffassung, soziale Marktwirtschaft, dass es besser ist, den Menschen mehr Geld zu lassen. Das heißt, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Senkungen, Entlastungen. Auch bei der Gewerbesteuer, besonders in Deutschland, Sozialabgaben und Abgaben. Alles, wo der Staat selber aktiv werden kann. Steuerstundungen, Vorauszahlungen. Diese ganzen Termine von Zahlungen kann man verschieben, wann eine Steuererklärung zu machen ist. Also auch Steuerbürokratie könnte man jetzt entsprechend und sollte man gestalten, dass die Unternehmen und die Menschen entlastet werden und die Kaufkraft behalten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Steuerrückzahlungen. Es gibt genügend Unternehmen, die jetzt Vorauszahlungen machen mussten in der Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, in der Gewerbesteuer, aufgrund der alten Zahlen, die gut waren, aber die in dem Jahr werden nicht gut sein. Also muss das Geld rasch zurückgehen. Oder wenn man Autos stilllegt, LKW stilllegt, Kfz-Steuer zum Beispiel in Deutschland, muss das Geld schnell zurückfließen, damit die Unternehmen liquide werden. Und eben auch Tools wie Verlustrücktrag, Verlustvortrag, Sonderabschreibungen. Das wäre jetzt eigentlich ganz wichtig, dass man das entsprechend nutzt. Auch die ganzen rechtlichen Möglichkeiten, die die EU bietet, ermäßigte Mehrwertsteuersätze, wird in Deutschland nicht zum Beispiel im vollen Umfang genutzt. Man muss schauen, passt die Branche da rein, dann gehört die Mehrwertsteuer gesenkt. Das könnte man bei uns zum Beispiel Ausweitungen auf Friseure, Gastronomie und andere Bereiche. Was auf keinen Fall darf und sollte, ist eben eine Verschärfung der Besteuerung, was in Deutschland diskutiert wird, Vermögensteuer, Verschärfung der Erbschaftssteuer, höhere Einkommensteuer, Sonderabgabe, dass man sagt, 5% vom Vermögen muss geleistet werden. Das ist ein Unsinn, sondern man muss auch ganz klar sagen, selbstverständlich, den Leuten, denen heute geholfen wird, die auch erklären müssen, dass sie ja eigentlich bedürftig sind, wegen oder in eine Krise gekommen sind durch das Coronavirus, die müssen natürlich, das müssen zum Teil natürlich auch überprüft werden. Das muss jedem klar sein, wenn er hier falsche Angaben macht, dass er das Geld zurückzahlen muss. Weil ich sage jetzt mal ein Beispiel, was durch die Zeitung geht in Deutschland, war Piano, eine Kette, die schon vorher in Schieflage war, die jetzt auch unter den Schirm geht. Oder andere Läden, die das Gleiche tun, große, die vorher schon strukturelle Probleme hatten. Das hat nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ja, und da ist es, denke ich, ganz wichtig, dass der Staat alles tut. Österreich, Deutschland, Stromsteuer zum Beispiel. Überall, wo der Staat selber die Preise mit beeinflusst, könnte er jetzt sagen, Leute, ich mache es billiger, ich erleichtere euch das Leben. Und das passiert nicht. Es wird jetzt diskutiert, dass wir enteignen. Es wird diskutiert, dass eben in Deutschland eine Vermögensteuer kommt. Es wird auf Europaebene diskutiert, wir verteilen jetzt Geld. Und dafür brauchen wir Eurobonds. Da sollte man doch bitte jetzt erstmal gucken, wie verschuldet die Länder vorher waren und welche Länder, so wie Deutschland, Österreich und ein paar andere, gut gewirtschaftet haben, Maastricht eingehalten haben. Wenn sich nichts ändert am Verhalten, wenn wir jetzt die Schulden vergemeinschaften würden, dann ändert sich nichts an der Situation, weil die Länder so weitermachen. Ja, und das ist eigentlich jetzt wichtig umzudenken. Und wenn ich Geld gebe als Staat, dann möchte ich auch die Kontrolle haben. Das heißt, wenn einer unter einen Rettungsschirm geht, wenn das tatsächlich passiert, dann muss klar sein, dass nicht das betroffene Land die Regeln festlegt, sondern muss Europa oder das Geberland die Regeln festlegen. Und das hat nichts mit unverschämt zu tun, sondern es geht um öffentliche Mittel. Das sind Steuergelder, die wir teils national, teils in Europa dann gesammelt, erwirtschaftet haben. Und jeder, der das Geld will, muss sich an Regeln halten. Und am besten wäre es, ist unsere Meinung, zinslose Darlehen erstmal, das ist ein höherer Hebel und dann entscheide ich später, ob was zurückgezahlt werden muss oder nicht.
Man muss es nicht zurückfordern, aber es muss eigentlich klar sein, dass nicht alles Geschenke sind. Also kein Helikoptergeld, bitte. Ja, und abschließend vielleicht noch Forschung, Entwicklung. Die Schwäche zeigt für mich, die Krise zeigt die Schwäche, dass wir eigentlich zu wenig in Forschung, Entwicklung investiert haben, dass die Unternehmer zu wenig Geld gelassen wird und dass auch zu wenig gezielt gefördert wird. Und das sollte man sich schon überlegen, ob man nicht in so wichtigen, sensiblen Bereichen in Europa unabhängiger wird, auch in der Logistik, in der Produktion, dass man einfach sich überlegt, wie wir krisenfester werden. Wenn uns jetzt die Chinesen Masken schicken müssen und der Söder lässt sich feiern mit einem Bild heute in der Zeitung, kann jeder sehen, dass wir jetzt Masken gekriegt haben, 8 Millionen aus China, dann ist es schön. Aber warum werden die nicht in Europa produziert? Warum haben wir den Engpass? Da muss man was ändern, dass es sich rentiert, in Europa zu produzieren in den einzelnen Ländern. Soweit von meiner Seite meine Tour de Raison. Und ich stehe natürlich jetzt für die Diskussion zur Verfügung. Ja, danke vielmals. Zwei Dinge, die du gesagt hast, waren besonders wichtig. Erstens haben wir ja in den letzten Jahren Steuerüberschüsse gehabt. Österreich, Deutschland, die Schweiz. Meine Gemeinde allein hat 7 Millionen Franken Überschuss produziert im vorigen Jahr. Die Steuerbasis wird sich natürlich jetzt verringern und man wird die Einnahmen nicht mehr haben. Um ein Beispiel zu nennen, die Lufthansa hat voriges Jahr große Gewinne geschrieben und jetzt auf einmal soll sie quasi verstaatlicht werden, ist in der Diskussion. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist auch die Umsiedlungswelle, die möglicherweise kommt und auch die Rahmenbedingungen dafür. Weil, um beim Thema Masken zu bleiben, eine Maschine, die Masken herstellt, kostet 50 Millionen Euro. Die hat möglicherweise die nächsten 2 Jahre gut zu tun, aber auf die restliche Laufzeit wahrscheinlich etwas weniger. Da sollte man möglicherweise mit Sonderabschreibungen oder richtig, aber Verlustvorträgen, Verlusten arbeiten, um den Leuten die Möglichkeiten zu geben, ihre Betriebe wieder aus Asien zurückzubringen. Ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht Frau Dr. Kolm zu Wort kommen lassen. Liebe Baba, aus deiner Sicht, vielleicht auch aus österreichischer Sicht, die Chancen und Gefahren dieser Krise. Danke vielmals für die Einladung und danke, Michael, für deine Ausführungen bezüglich Steuerpolitik. Ich möchte vielleicht dann noch ganz das eine oder andere noch ergänzen. Aber ich glaube, prinzipiell sollten wir mal sagen, und du hast ein Wort verwendet, Michael, dass Unternehmen jetzt unter den Schirm gehen. Und dieser Schirm, das erinnert mich schon sehr an den European Stability Mechanism, damals aus dem Jahr nach der Finanzkrise, die ja dann wo die Euro-Krise eigentlich erstmals evident geworden ist, wo der Rettungsschirm aufgeblasen worden oder aufgespannt worden ist. Und so weit sind wir ja jetzt nicht, weil wir haben ja jetzt mit einer Krise zu tun, die Gott sei Dank nicht jetzt die Finanzindustrie trifft vorerst, es trifft alle. Es trifft, weil es eine Gesundheit, aus dieser Gesundheitskrise wird sich, wenn die Maßnahmen nicht richtig gesetzt werden, sicherlich auch eine Wirtschaftskrise entstehen, wenn nicht die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Wir haben jetzt sogenannte 3 Stufen. Wir sind jetzt erst einmal im Containment, also praktisch in dem Zurückziehen und dem Versuch, diese Krankheit nicht zu verbreiten, nicht noch mehr zu verbreiten in Europa und so viele wie möglich, das heißt das Leben derer zu schützen. Die zweite Phase wird jetzt sein, langsam wieder die Wirtschaft anzufahren und das wird ja Gott sei Dank in Österreich spätestens nach Ostern passieren, dass also auch Einzelgeschäfte wieder öffnen dürfen, unter bestimmten Restriktionen natürlich und besonderen Maßnahmen. Aber das ist das langsame Herauffahren wieder der Wirtschaft. Und der dritte Punkt ist dann, wie kommen wir oder wie können wir den Schaden, der jetzt nach 6 Wochen sozusagen entstanden ist für die Wirtschaft, wie kann man den reduzieren? Weil es sind ja doch Umsatzrückgänge, die unwiederbringlich sind für viele Branchen.
Und ich glaube, darauf kommt es an. Und da werden natürlich auch sehr viele Maßnahmen out of the box verwendet werden müssen. Und das dürfen auf keinen Fall Steuererhöhungen sein, sondern im Gegenteil, um eben die Wirtschaft zu schützen. Und du hast eben schon das Wort, das mehr Geld bei der Bevölkerung oder eben auch bei den Unternehmern zu lassen, verwendet. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein, eine auch radikale Steuerreformen anzudenken im Sinne jetzt von Reduktionen von Steuern und Reduktionen von Abgaben, um eben das, den Fortbestand zu erleichtern. Ein weiterer wesentlicher Punkt wird sein, die Eigenkapitalquoten eben wieder zu stärken und auch dafür die richtigen Incentives zu finden. Ist auch eine Frage der Steuerpolitik und natürlich Unternehmertum zu retten. Denn ich meine, wer schafft Arbeitsplätze nachhaltig, sind die Unternehmen. Und ich glaube, diese sind ganz wesentliche Punkte, die wir ganz vorn anstellen sollten. Und das Wort Vermögenssteuern oder sowas, da sollten wir nicht einmal in den Mund nehmen. Denn wir wissen ja alle aus der Vergangenheit, dass die Höhe der Vermögenssteuern, die eingenommen werden, gar nicht ausreicht, um den jetzigen Schaden, der jetzt sozusagen entstanden ist, überhaupt nur wieder gut zu machen. Das ist nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Relation auch dieser Einnahmen sind viel zu wenig, viel zu nieder. Das heißt also, worum es geht, Investitionstätigkeit wieder anzukurbeln, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, nachhaltig zu überleben. Und dann natürlich, weil sie Arbeitsplätze schaffen und weil sie Löhne zahlen, damit natürlich auch im Endeffekt den Privatkonsum wieder anschieben. Ich glaube, das sind die ganz wichtigen Punkte, die es gilt voranzutreiben, die man in der Phase 3 jetzt oder Phase 2 und 3 dann berücksichtigen muss. Das wäre es einmal so aus erster Sicht. Danke, Barbara. Ich würde noch gerne was ergänzen, Richard, wenn ich darf. Gerne. Ich finde es, wie gesagt, es ist wichtig zu helfen. Es ist auch sehr gut, wie es die Barbara nochmal beschrieben hat. Wir mit dem normalen ökonomischen Hintergrund, mit dem entsprechenden ökonomischen Bildungsgrad, hast du auch normales Selbstverständnis, was zu machen ist. Und wir müssen halt jetzt tatsächlich aufpassen, dass das eben nicht, auch wenn man das Wort nicht in den Mund nehmen soll, dass eben bestimmte Gruppen das missbrauchen über den Neidfaktor, Dinge durchzusetzen, die man vorher zu Recht nicht machen konnte. Und es ist eben so, dass Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften, damit sie Steuern zahlen. Und wer dieses Grundprinzip nicht verstanden hat, der darf eigentlich sich politisch gar nicht äußern. Und es ist leider in der Vergangenheit oft so gewesen, es ist unredlich, dass ein Unternehmen Gewinne macht. Der Staat regelt es durch eine entsprechende Besteuerung und der Erfolg wird dann eben abgeschöpft, so wie eine Mehrwertsteuer auch einen Mehrwert besteuert. So, und das muss zurück in die Köpfe, eine Renaissance der ökonomischen und der ethischen Grundlagen, wie man etwas macht. Und auf Europaebene muss man auch ganz klar sagen, die jetzt schreien nach einer Vergemeinschaftung, die vergessen, Barbara hat es treffend gesagt, es gibt einen ESM, der tatsächlich auch aktiv werden kann. Es gibt eine Europäische Investitionsbank, die Mittel zur Verfügung stellt. Und es gibt die Europäische Zentralbank, die Anleihen für lau aufkauft von den Ländern. Also es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu refinanzieren und an sehr günstige Kredite ranzukommen. Und eine Sache ganz, ganz wichtig, was jetzt bei uns auch passiert ist, die Banken, die in der Umsetzung, die Privatbanken sind hier jetzt gefordert auch, die in der Umsetzung der Möglichkeiten der Finanzierung bei uns zum Beispiel Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, Kurzfassung, die hat Mittel bereitgestellt und da musst du halt auf europäischer Ebene 10% mit Eigenkapital von der Hausbank hinterlegen. Was ist passiert? 74% der Kreditanträge, 74% wurden abgelehnt, weil die Banken nicht bereit waren, hier in ein Risiko zu gehen. Jetzt gibt es die Möglichkeit in Kürze, wir haben dazu auch ein Papier gemacht, kann man auf der deutschen Steuerzahlerseite runterladen auch, als Anregung auch für die Länder, dass man sogar eine komplette 100%ige Finanzierung und Haftung vorübergehend
von staatlicher Seite macht, um anzuschieben. Also es wird viel gemacht. Ich denke, es wäre jetzt wichtig, dass in den einzelnen Ländern auch richtig kommuniziert wird, was es an Möglichkeiten gibt. Und die Unternehmer müssen halt teilweise auch selbst aktiv werden. Wir empfehlen das immer wieder mit dem Steuerzahlerbund. Bitte, wir haben auch Formulare, wie man es macht, Stundung, Ratenzahlung. Das Finanzamt weiß nicht, wie viel gestundet werden soll. Also sag es deinem Finanzamt bitte, wenn du ein Problem hast. Die Leute sollen bitte, die Unternehmer selber aktiv werden. Dann haben sie eine Chance, dass sie auch einen Erlass kriegen. Weil wenn man sich nicht rührt, wird es so sein wie immer. Die, die noch solide sind, die werden zur Kasse gebeten, ohne dass man es eigentlich müsste. Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ich glaube, man kann das zusammenfassen, vielleicht nur mit einem Satz und sagen, dass man Privatunternehmer fördert, aber nicht eben zu Bittstellern degradiert. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, weil keiner der Unternehmen, niemand, der jetzt eine Unterstützung nötig hat, hat er mit Absicht seine Geschäftstätigkeit eingestellt, sondern das war eben ein externer Schock, wenn man so will, mit dem keiner gerechnet hat, dass diese Krise in dieser Form auf Europa zurollen wird. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch den Unternehmern den Rücken frei hält und sie nicht eben zu Bittstellern macht, sondern eben die Türen aufmacht. Du hast es mit der KWS erwähnt. In Österreich haben wir die ABS, die ähnlich agiert und wo auch Unternehmen eben einreichen können und das auch tun. Die Problematik, die man sieht, und das hat sich jetzt hoffentlich geändert mit der letzten Pressekonferenz der handelnden Politiker, dass eben die alten Regularien und die alten Regeln noch immer gelten und noch nicht adaptiert worden sind und dass daher für viele Unternehmer so schwierig ist, eben Ansuchen zu stellen und die durchzubringen, weil die Banken natürlich gebunden sind an die Gesetze und an die Regelungen und die hat man noch nicht geändert. Das wird jetzt, glaube ich, das wird in Österreich jetzt gerade passieren oder passiert das, gerade. Das wäre auch die Forderung und Empfehlung für jedes Land. Also in Deutschland ist es passiert, also wir haben es auch moniert. Wir haben jetzt auch am Montag Gespräch mit Brüssel gehabt und die haben ganz klar gesagt, auch Basel 3 schreibt das ja in der Form normalerweise, was du gesagt hast, diese Eigenkapitalhinterlegung vor, wird aber nicht gefordert jetzt. Und national kann man es machen. In Deutschland ist es so, dass jetzt die Möglichkeit sogar besteht, dass eine 100%ige Kreditvergabe von der KfW erfolgen kann, wo praktisch der Staat letztendlich in die Haftung springt. Selbstverständlich muss man prüfen. Selbstverständlich. Also es geht nicht darum, das muss man auch aus den Köpfen von manchen Menschen rausbringen, einfach jetzt Geld abzukassieren. Ja, wie bei Subventionen hätte ich gerne, wenn ein Unternehmen nicht rettbar ist, dann muss ich Strukturpolitik machen. Wenn ein Unternehmen nicht mehr gerettet werden kann, so bitter das ist, aber das ist Marktwirtschaft, dann muss ich andere Mechanismen aktivieren. Das ist auch ganz wichtig. Also es geht nicht, den Tod eines Unternehmens zu verlängern, sondern es geht darum, tatsächlich Wirtschaft anzukurbeln, die noch ankurbelbar ist. Und da gehört eine Sache noch dazu, die wir auch gefordert haben. Ich denke, wenn wir da gemeinsam in jedem Land auch aktiv werden, es gibt einen Green Deal, es gibt wahnsinnig viele Richtlinien, die beschlossen wurden. Man hört jetzt übrigens von Klimapolitik und von Flüchtlingspolitik momentan gar nichts, weil die Medien nicht darüber berichten. Aber das ist latent immer noch da und es wird auf uns zukommen. Wenn die Unternehmen das alles auch noch umsetzen müssen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft, dann ersticken wir die im Keim. Das heißt, wir müssen auch, was die Umsetzung von Vorschriften angeht, darüber nachdenken, das Ganze moderater zu machen und zeitlich auseinanderzuziehen. Es wird nicht schaffbar sein, dass man jetzt den Green Deal, so wichtig Klimapolitik ist, dass man alles, was jetzt beschlossen wurde, 1:1 parallel umsetzen kann. Das tötet die Wirtschaft. Und nochmal, Wirtschaft heißt Steuergelder, heißt Löhne, Gehälter, die versteuert werden. Der Staat alleine kann sich nicht, wenn er nicht irgendwelche Goldreserven hat oder irgendwelche Rohstoffe hat, wie manche Länder, kann sich selbst nicht finanzieren. Der braucht die Unternehmen und die Menschen. Ich glaube, das ist eine riesige Chance, die wir jetzt in Wirklichkeit haben, nicht nur Bürokratie abzubauen und zu deregulieren. Denkt man nur an das Beispiel Homeschooling. Vor 7 Wochen hätte in Österreich keiner
sich je denken können, dass Homeschooling funktioniert und dass die Eltern zu Hause mit ihren Kindern lernen. Das war ein absolut ein Thema der Unmöglichkeit. Jetzt gehen alle damit mehr oder weniger gut um und man hat sich an Dinge gewöhnt. Das ist ein absolutes Novum. Genauso könnten wir das auch nutzen für andere Formen der Investitionstätigkeiten oder der Kapitalisierung von Unternehmen. Das sind lauter Dinge, die man jetzt, wenn man querdenkt, die Chance hat, dass man andere Arbeitsmodelle, andere Arbeitszeitmodelle, andere Ideen, wie wir miteinander mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie wir die Arbeitswelt neu gestalten. Das sind lauter Chancen, die wir jetzt haben und die sollten wir ja eigentlich auch nutzen. Und wir sehen, dass wir in der Digitalisierung doch relativ schnell, wenn wir wollen, aufholen können. Und das wird uns auch für den produzierenden Bereich massiv nutzen. Also es sind alle in allen Bereichen gefordert. Und ich denke, wenn wir dieses Gesundheitsthema, diese Gesundheitskrise in der schlimmsten Phase abgefedert haben, dass wir uns genau diesen Themen widmen sollten und alle querdenken. Und ich finde, man sollte Brainpools schaffen und wo Leute sich wirklich hinsetzen und sagen, so, jetzt haben wir eine einmalige Chance. Wir müssen nicht dorthin zurück, wo wir waren, sondern wir machen nicht more of the same, sondern wir gehen in eine andere Zukunft. Absolut, absolut. Ich meine, da gehört auch dazu, ich meine, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, auch wieder für die Länder. Wir haben die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Es gibt bestimmte Dinge, die jetzt, sage ich, an dieser auch vorbeilaufen. Man müsste, was Homeoffice angeht, die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, wenn ein Mitarbeiter jetzt, wenn du ihn anrufst und wenn man spricht, dann hat man jetzt normalerweise die Ruhezeiten und alles wieder einzuhalten. Also man muss im Prinzip heute auch überlegen, eine besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen und auch entsprechend auch Abstriche an irgendwelchen Vorschriften. Man muss da einfach jetzt auch drüber hinwegsehen und die Chance ergreifen, auch für Homeoffice-Arbeitsplätze andere Regeln zu finden, wie man es heute hat. Das Arbeitsrecht ist zu starr und da muss man entsprechend auch agieren, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Und ich denke, du hast es richtig gesagt, Barbara, man sieht, wie extrem innovativ auch in Deutschland die Schulen jetzt sind. Auch muss man große Hersteller, die Software anbieten. Nehmen wir jetzt mal Microsoft, die jetzt kostenlos Schulen Software zur Verfügung stellen. Das ist, und die Wirtschaft hilft auch teilweise sehr. Das finde ich klasse. Und das muss man halt jetzt ausbauen, weil ich denke, das ist ein neues Format. Das Leben wird nach der Corona-Krise anders sein. Ich habe große Sorgen in bestimmten Bereichen. Nehmen wir mal Wellness-Spa. Wer mag sich jetzt in einem Pool hocken mit 30 Leuten? Wer geht heute noch in eine Sauna? Wer lässt sich dann danach noch massieren? Wie gehen wir in Zukunft eigentlich mit diesen Dingen um? Wie gibt es ein Frühwarnsystem? Wie kann man sich fit machen für die Zukunft? Es wird ganz große Tourismusherausforderungen geben. Dinge, die selbstverständlich waren. Die Mobilität individuell wird zunehmen. Ich bin mir sicher, dass die Leute wieder mehr mit dem Auto fahren, statt zu fliegen. Dann können wir das Auto auch nicht verteufeln. Dann wird die Frage der E-Mobilität, also alles, was jetzt passiert, hat Auswirkungen. Und die muss man im Interesse der Menschen auch lösen, positiv lösen. Nicht durch Verbote, sondern durch Anreize. Ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen, den du zuerst nur anklingen hast lassen, und zwar das Thema Bürokratieabbau, den man ja eigentlich jetzt auch sehr gut nachverfolgen könnte oder konnte. Und zwar einmal dieses Ausweiten von der digitalen Antragstellung. Das ist in Staaten wie Estland gang und gäbe seit über einem Jahrzehnt. Also weg vom Papier hin zu online und alles automatisiert. Dann natürlich auch das Aussetzen von diesen alten, lästigen, bürokratischen Wohnpflichten, die man hat, weil man das alles digital hat bei Kassen, dann sollte man natürlich auch, und ihr habt es in einem eurer Papers auch ganz stark eingebracht, die Toleranz auch bei Meldung von Daten, vor allem wie man sie meldet und welche, dass man eben nicht mehr das mit Formularen nämlich nur noch online ausfüllt auch.
Und dann natürlich auch die Harmonisierung von Fristen bei Steuern und Sozialabgaben. Das ist auch etwas, was uns auch trifft in Österreich, dass man verschiedene Daten hat. Und das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn man auch da diese Möglichkeit jetzt nutzt, dass man sagt, okay, man drückt auf einen Reset-Button und vereinfacht es. Und Arbeitsrecht habe ich ja ohne dies schon angesprochen. Ich glaube, da haben wir in Europa sehr viel zu tun mit dass man flexiblere Arbeitszeitmodelle und ein flexibleres Arbeitsrecht haben und auch viel mehr Vertrauen auf das Miteinander zwischen Unternehmer und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Weil wir sind ja ein Team und ich glaube, das ist etwas, das man durchaus herausstellen sollte. Und diese alten klassenkämpferischen Parolen, glaube ich, die ja wirklich dem letzten Jahrtausend angehören, dass man das einmal über Bord wirft. Weil man sieht es ja auch jetzt im Zuge der Krise, wie toll das in vielen Unternehmen, die jetzt noch operieren dürfen, nämlich konkret im Handel, wie das eigentlich funktioniert. Ja, ich glaube, zusammengefasst kann man hier sagen, zwei Dinge sind sehr wesentlich. Auf einen die Reduzierung der Bürokratie, die Vereinfachung all dieser Tätigkeiten jetzt in der Krise, das Aussetzen oder überhaupt Abschaffen von teilweise sinnlosen Regelungen, das Hinausschieben von Regelungen, die schwieriger sind, beispielsweise Arbeitszeiten, Benzinsteuer für Lastwagenfahrer, ohne Lastwagen kommt gar nichts weiter. Und das Zweite, auch die digitale Plattform. Ich sitze hier in der Schweiz, ich habe neulich bei der Botschaft die digitale Signatur beantragen können und muss sagen, ich kann jetzt fast alles in Österreich machen und am Handy unterschreiben. Und sehr viele Leute wissen gar nicht, dass diese Möglichkeit jetzt bereits besteht. Ich würde vielleicht sagen, auch ein Thema, nachdem wir hier über Steuerviren sprechen oder eben die Gefahr dessen. Ich würde auch durchaus noch einmal das Thema auf Steuerwettbewerb bringen. Weil ich glaube, es ist etwas, was uns ganz wichtig ist, dass wir in Europa auch Steuerwettbewerb hochhalten und nicht steuerharmonisieren. Denn Standortwettbewerb hat Europa immer zu Erfolg gebracht, wenn politische Einheiten kleiner waren als wirtschaftliche Einheiten und wir eben auch im Wettbewerb miteinander gestanden sind. Und deswegen ist Steuerwettbewerb auch etwas, was uns in Europa vorangebracht hat. Und wir sehen das bei jenen Ländern, die einfach günstigere Einkommensteuern haben oder keine Vermögenssteuern oder eben niedere Mehrwertsteuersätze und so weiter, dass die attraktiver sind für die jeweiligen Zielgruppen und dass das etwas ist, was wir in Europa weiterhin hochhalten sollten, im Gegenteil noch mehr fördern. Also es gibt ja dazu, da haben wir ja auch entsprechende Publikationen und Untersuchungen gemacht, also auch wenn manche Politiker von bestimmten Parteien das nicht gerne hören. Die Lafferkurve funktioniert, wenn die Steuerbelastung hoch ist, dann führt eine Steuersenkung zu Mehreinnahmen, ob das manchen Menschen gefällt oder nicht. Das lässt sich empirisch sehr, sehr gut nachweisen und es führt auch zu einem höheren Wachstum. Es ist auch selbstverständlich, wenn meine Opportunitätskosten sinken, wenn ich mehr Anreize habe, weil die Steuern niedrig sind, zu investieren, als mir zu überlegen, wie umgehe ich die Steuer. Also die Energie ist ja oft so, dass die Menschen mehr Energie aufwenden, um weniger Steuern zu zahlen, aber sie sollten lieber mehr arbeiten und der Staat soll die Rahmenbedingungen schaffen. Und selbstverständlich sind Steuern auch ein Standortfaktor. Und da muss man immer wieder sagen, wer heute eine Steuerharmonisierung von den direkten Steuern in Europa fordert, der übersieht, dass kein Mensch mehr in Zypern, Malta, Rumänien, Bulgarien beim gleichen Steuerrahmenbedingungen investiert, wenn ich genauso gut in Madrid, Paris, Wien, München, Berlin investieren kann. Und dann müssen wir Ausgleichszahlungen machen. Und das ist das Ende von Europa, weil dass bei uns der Finanzausgleich in Deutschland sehr ungerecht ist, dass Bayern Milliarden zahlt, die dann in Berlin verbraten werden, wo die nicht auf die Beine kommen, wo sie nichts ändern an ihrer Politik. Das kann es auch nicht sein. Und das habe ich zwischendrin ja mal gesagt. Jeder, der Geld will von Europa oder von einem Land,
der muss nach den Spielregeln agieren. Strukturhilfen für die Anpassung von Strukturen sind für die Anpassung gedacht und nicht als permanente Einnahme. Und das ist, sage ich, auch etwas, was in Europa falsch gelaufen ist. Ob das Agrarhilfen sind, ob das andere Strukturhilfen waren, wenn es keine Anpassung gibt, dann zahlen wir immer weiter. Und nehmen wir als Beispiel Italien, nehmen wir Frankreich, Spanien, wenn die Schulden, wenn wir die übernehmen würden, hypothetisch, und die ändern ihr Verhalten nicht, was wird sich dann ändern? Die haben ja mehr Möglichkeiten, sich neu zu verschulden. Und in 10 Jahren haben wir die gleiche Diskussion. Also das Fehler liegt ja nicht, der Fehler liegt in dem System. Wenn ich von Haus aus defizitäre Haushalte habe, wenn ich als Einkommen, ich das löse. Und deswegen bin ich das dankbar, Barbara. Selbstverständlich brauchen wir den Wettbewerb. Nur der Wettbewerb schützt uns. Und das weiß jeder Ökonom, dass ein Monopolist immer höhere Preise hat als in einem Oligopol oder in einem Wettbewerb. Und das Gleiche gilt für die Steuern. Man kann natürlich höhere Steuern durchsetzen, wenn ich einen hohen Einheitssatz habe. Aber ich glaube, dann gehen die Leute auch auf die Straße, nicht nur die Bauern mit Missgabeln. Ich glaube, dann haben wir sie so weit, dass sie sich wehren, wenn sie es im eigenen Geldbeutel mal spüren. Was ist denn mit dem Herrn Guggenbauer? Kriegen wir den jetzt noch irgendwie dazu? Schade. Ich glaube, das irgendwie funktioniert das leider nicht. Er scheint kein Mikrofon zu haben, soweit ich das sehe. Ja, aber dann soll er es doch als Chat. Er kann doch chatten, er kann ja schreiben. Wenn man auf alle Teilnehmer geht, dann kann man ja chatten. Gut. Das. Wir können es ja nachholen. Die E-Mail-Adresse ist ja bekannt, wenn er sich nicht so, wenn wir was vergessen haben. So nicht lösen, aber ich möchte vielleicht noch abschließend einen Aspekt reinbringen über die Chancen, die wir jetzt haben. Wir haben also arbeitsrechtliche, Arbeitsmarktthemen angesprochen, wir haben Steuerrecht angesprochen. Ich glaube, wir sollten uns auch überlegen, wie das mit unserer Abhängigkeit in der globalen Welt ist, also sprich Lieferketten und so weiter. Freier Handel ist für uns, glaube ich, immer etwas ganz, ganz Wesentliches, das also für Marktwirtschafter, für Liberale ganz hoch gehalten werden sollte. Und wir müssen uns überlegen, von wem wir uns wann wie abhängig machen. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht in einer nächsten Diskussion es wert wäre. Wie stehen wir denn jetzt zum Thema Globalisierung und wie stehen wir als Verfechter einer freien Marktwirtschaft und eines freien Handels eben auch zu diesen Abhängigkeiten? Wie wollen wir damit umgehen? Ich glaube, das ist etwas, was wir als nächstes einmal ganz wichtig diskutieren sollen, weil diese Herausforderung wird auf uns zukommen. Also da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass der Staat sich auf den wesentlichen Bereich, wir haben ja gesagt, Daseinsvorsorge. Das ist, ich habe eingangs mal was gesagt, Renaissance der Werte, auch ethisch, auch die ganzen Dinge, Ordnungspolitik. Es hat ja alles im Zuge der Globalisierung, läuft ja alles ganz gut und man kümmert sich zu wenig und manchen Dingen kümmert sich die Politik zu sehr im Detail. Wir müssen schon sehr aufpassen, also ein Wettbewerb staatlich verordnet wird es nicht geben. Da oder soll es auch bitte nicht geben. Der Staat soll die Rahmenbedingungen schaffen. Und Richard hat das ganz richtig gesagt, wenn heute einer in Europa oder in Deutschland produzieren will und ich schmeiße ihm halt immer die Knüppel zwischen die Beine, sei es eine Baugenehmigung, die 3 Jahre dauert, wenn da irgend nichts gegen die Natur, bitte versteht es mir nicht falsch, aber wenn irgendein Gras oder irgendein Käfer, irgendein Frosch, irgendein Salamander da ist, kann das Vorhaben mal schnell ein Jahr oder 2 blockieren. Da muss ich alternative Szenarien halt ermöglichen, da muss der woanders hingehen können. Und wenn er nicht woanders in den Markt hingehen kann, ist er weg. Wir hatten das Problem mit Tesla in Berlin, wo eigentlich alles geklärt war, eine Aufforstung und alles. Und eine Gruppe wollte dann einfach in einem Eilverfahren, eine kleine Gruppe, wollte dann wegen einem Baumbestand stehen lassen. Und wenn das bis zum März jetzt passiert wäre, wegen den Vögeln, Natur, hätte man bis Ende September, Anfang Oktober praktisch den Bau verschoben. Mit der Konsequenz, dass Tesla da nicht hingebaut hätte. Und das muss man schon sehen, dass der Staat hier in der Verantwortung ist, die Balance zu finden, in der Abwägung. Und das schafft auch unser Grundgesetz beispielsweise in Deutschland, sieht das ja eigentlich vor, diese Güterabwägung.
Was ist wichtig? Und wenn ich sage, ich muss eine Reserve aufbauen können, dann muss ich die Rahmenbedingungen schaffen oder der Staat muss das Risiko abmildern. Ja, das passiert jetzt in Bayern. Es kommen irgendwann 80 Millionen Masken, kommen auch wieder wahrscheinlich aus China. Aber warum produziert keiner oder kann keiner zu einem Marktpreis in Deutschland oder in Europa produzieren, in den alten Ländern, in den westlichen Ländern? Das sollte man sich auch überlegen. Ist vielleicht auch eine Chance für die osteuropäischen und südlichen Länder, dieses Vakuum zu füllen. Und ganz entscheidend wird aus meiner Sicht sein, Risiko minimieren heißt, der Staat geht wie früher auch in eine Grundsicherung. Und Sicherheit kostet Geld, da muss man halt Lager einrichten. Das hat man in der globalisierten Welt nicht mehr gemacht. Und ich denke auch, dass die Unternehmen umdenken werden. So sicher die Produktion in China war, alles vertraglich geregelt, die haben super geliefert, das muss man schon auch sagen, die halten alles ein, zeigt es halt auch ökonomisch, wenn ich auf einen Lieferanten nur setze. Das ist so nett. Michael, ich glaube, das war ein fast schon ein sehr schönes Schlusswort dieser ersten Diskussionsveranstaltung auf diesem etwas ungewöhnlichen Weg. Ich glaube, wir werden weitere Themen versuchen online zu stellen und auch die Technik etwas besser unter Kontrolle zu bekommen. Ich bedanke mich bei Frau Dr. Kolm und Herrn Blumkauf von Jäger für die Teilnahme an dieser ersten Diskussion und bedanke mich auch bei allen, die sich zugestaltet haben, Mitgliedern des Hayek-Instituts und Consultants und darf diese Diskussion für heute schließen. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Danke und frohe Ostern. Frohe Ostern.